Probleme. Daher, sorry, also der Ball rollt in der Bay-Arena Bayer 04 gegen und auf der Trainerbank beim RSC Anderlecht. Die Werkself in Schwarz, ganz in Schwarz wechselt, 148 Spiele, 50 Tore, 32 Vorlagen. Das gilt es jetzt erstmal zu ersetzen. Erste Großchance, Palacios, 1-0. Sechste Minute, erster Treffer für die Werkself durch Ezequiel Palacios. Klasse Tor. Gut herausgespielt, sehr präsent, sehr wach in diesen ersten Minuten. Nadim Amiri war beteiligt. 2020, 2021 jetzt wieder am Ball. Anderlecht versucht ein frühes Pressing. Nicht hier sind. So bekommt Lomp, der auch den Vertrag verlängert, unter der Lupe. Ab 20 Jahre alt, 1,90 war beide. Also Fälle über die zwei strittenen Entscheidungen, aber letztlich wurde die Sache nicht weiterverfolgt. In der heutigen Zeit dann auch undenkbar. Rund um den Start von Vincent Kompany, der nun seine Karriere endgültig an den Nagel gehangen hat. Nicht ohne nochmal Kontermöglichkeit, wenn man so will, für die Belgier, aber souverän gelöst von Sven Bender. In dieser Woche, also wenn Kai und Kevin gehen, dann gehen auch 30 Tore und 3 der Geschäftsführung um Fernando Caro, Rudi Völler und um Sportdirektor Simon Rolfes genannt. Auch wo, auf welchen... Ja, nochmal ein Foul ist im zentralen Mittelfeld, jetzt auch wieder am Ball, viel rotiert. Die Bälle kommen von Willem Twey. Tilburg aus der KSC-Jugend 2013 zu Schalke gewechselt, dann über Mallorca zu Willem Twey. Von Daly Sinkgraven, wichtig in dieser Szene. Beginn in dieser ersten Hälfte, 1 alleine. Hat die Kaufoption, ich sagte das. Nicht gezogen gegen Eintracht Norderstedt. Das Spiel findet auch der Bay-Arena statt. Norderstedt hat wie so viele Amateurclubs aufgrund der Bayer 04 Leverkusen getauscht. Dann geht sie los, die wilde Fahrt. Bis kurz vor Weihnachten. Dann gibt ja eigentlich keine richtige Pause diesmal. Dazu, der sich mit einem Knöchelbruch wahrscheinlich abmelden muss. Also dann wieder Wettbewerb, Pokalfinale. Und die UEFA Europa League, sie haben das verfolgt, das ist klar. Aber dennoch ist es vielleicht ein bisschen vergleichbar. Gelernter Linksaußen kam 2018 von Valencia. Gegen rund um die Bay Arena. Und jetzt Palacios auf Karim Bellarabi. Branjes. Und immer wieder wird auch Mohamed Daouda gesucht. Rückkehr in Leipzig zum Beispiel. Werden 8.500 Zuschauer mit Genehmigung der Schulter klopfen. Die Deutsche Fußballliga hat da Großes geleistet bis jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Also Chapeau auch nochmal von unserer Seite als leicht bezeichnet. 6 Minuten noch bis zur Pause. Bayer 04 im ersten und einzigen Test gegen den RSC Anderlecht. Gestartet war man mit einem 2:2 in Mechelen, dann gegen San